Hi. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Menschheit sich verschiedene Methoden zurechtgelegt, um Erkenntnisse zu gewinnen. Im Mittelalter war das Gottesurteil die gängigste Methode, seinem Opfer Hexerei nachzuweisen. Zum Beispiel die Wasserprobe. Das Opfer wurde an Händen und Füßen gefesselt und in einen Teich geworfen. Konnte es aufschwimmen, war es mit dem Teufel im Bunde. Die Feuerprobe. Das Opfer musste ein glühendes Eisen 9 Fuß weit tragen. Entzündeten sich die Wunden nach einigen Tagen nicht, war er unschuldig. Wenn sie sich entzündeten, hatte man nicht nur einen Schuldigen gefunden, sondern er konnte sich auch gleichzeitig nicht mehr wehren. Zumindest nicht mit den Händen. Und die Wiegeprobe. Bekannt aus Die Ritter der Kokosnuss. Man wog den Delinquenten gegen ein festgelegtes Gewicht. War er leichter, lag das daran, dass er seine Seele dem Teufel verkauft hatte. All die Kleinwüchsigen und Magersüchtigen, die hatten echt die Arschkarte. Ich meine, Monty Python, die meinten das witzig. Im Mittelalter war das bittere, ernste Realität. Als moderner, aufgeklärter Mensch kann man bei sowas natürlich nur angewidert den Kopf schütteln. Einerseits wegen der unnötigen Grausamkeit, andererseits wegen der völligen Wertlosigkeit des Beweises. Die Wiegeprobe gibt uns gleichzeitig etwas anderes zu erkennen, was moderne Wissenschaft auszeichnet. Die systematische Suche nach Fehlern im eigenen Experiment. Das ist eine Errungenschaft. Und ohne das geht es heute nicht mehr. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Auf ins Labor. Ja, genau. Willkommen im Labor. Nehmen wir einmal an, dieser Saft in diesem Reagenzglas stünde in dem Verdacht, ein Gift zu enthalten. Und hier in diesem Fläschchen habe ich eine Substanz, von der wir wissen, dass sie mit diesem Gift unter einer Rotfärbung reagiert. Sollte also bedeuten, wenn ich diese Substanz in den Saft pipettiere, sollte er sich rot färben, wenn er Gift enthält. Und das wollen wir mal ausprobieren. Dieser Saft enthält Gift, richtig? In Wirklichkeit haben wir noch gar keine Antwort. Das liegt daran, dass einem im Labor immer etwas dazwischen kommen kann, was wir Wissenschaftler die verdammte Realität nennen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Probe Saft, der wir das Gift zugesetzt haben, als Positivprobe, damit wir wissen, wie es aussieht, wenn wir die Substanz einem Saft zugeben. So sieht es aus, wenn vergifteter Saft sich rot färbt. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen, richtig? Wissen wir jetzt, ob der Saft Gift enthält? Immer noch nicht. Was wir noch brauchen, ist eine Probe Saft, von der wir wissen, dass sie kein Gift enthält. Die Blindprobe. Hier sollte jetzt keine Rotfärbung einsetzen. Was ist das? Eine Rotfärbung? Bis eben waren wir noch der Meinung, der Saft sei vergiftet. Und wir haben sogar mit einer Positivprobe nachgewiesen, dass der Saft vergiftet ist. Und jetzt merken wir, das Zeug färbt sich auch rot, wenn kein Gift anwesend ist. Das bedeutet, unser Ergebnis war nicht verlässlich. Bis eben hatten wir noch ein Ergebnis. Jetzt sind wir so schlau wie vorher. Neuer Versuch. Wir nehmen wieder unsere Probe. Wir nehmen wieder eine Positivprobe, die Gift enthält. Und wir nehmen eine Negativprobe, die kein Gift enthält. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es aussieht. So sieht ein gelungener Nachweis aus. Die Negativprobe ist negativ, die Positivprobe ist positiv und jetzt können wir dem Ergebnis der Probe vertrauen. Bei jeder Art von wissenschaftlichem Experiment ist es wichtig, nicht nur den Beweis zu liefern, sondern auch zu belegen, dass der Gegenbeweis versagt. Falsifizierung ist das Thema. Ohne das können wir hier keine Wissenschaft betreiben. Es ist wichtig, dass man da nichts sieht, wo nichts sein soll, und dass man da etwas sieht, wo etwas sein soll. Und es ist auch wichtig, nachweisen zu können, dass man etwas hätte sehen können, wenn es da gewesen wäre.
Ist die Positivprobe also negativ, stimmt etwas mit der Durchführung nicht. Das ist nicht nur eine Frage des Testentwurfes, sondern auch seiner Durchführung. Und das muss man jedes Mal machen, wenn die anderen deine Experimente ernst nehmen sollen. Es gibt bei diesem Test 8 verschiedene Ausgangsmöglichkeiten, von denen nur 2 ein diskutables Ergebnis liefern. Die anderen 6 sind einfach für den Arsch. Zum Beispiel kann die Positivprobe aussehen wie die Negativprobe. Das würde bedeuten, dass wir das Gift gar nicht hätten sehen können, wenn es in der Probe enthalten wäre. Es ist auch möglich, dass die Negativprobe aussieht wie die Positivprobe. Das ist genauso wertlos, denn wenn alle 3 Proben positiv aussehen, sind wir wieder genauso schlau wie vorher. Die Antwort lautet auch hier, wir haben keine verlässliche Antwort. Das ist die wissenschaftliche Methode. Es genügt nicht, einen vagen Hinweis zu nehmen und ihn sofort zum Beweis zu erklären. Man muss die Gegenprobe machen. Genauso wichtig ist es dabei aber auch, sich einzugestehen, dass die Ergebnisse nachher anders aussehen könnten, als man es sich gewünscht hat. Ist die Messung fehlerfrei und ihre Logik zwingend, ist das Akzeptieren der Ergebnisse nur noch eine Frage des Charakters. Deshalb ist Religion unwissenschaftlich, denn es ist ihr unter Anwendung von Logik, richtiger, lupenreiner Logik, noch nie gelungen, den Kern ihrer Behauptungen zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Was hier bisher als Beweise angeführt wurde, ist der blanke Hohn gebetsmühlenartig wiederholt. Und sonst nichts. Ein Sonnenaufgang ist eine wunderschöne Sache, aber er ist kein Gottesbeweis, besonders wenn man direkt danach am Wegesrand ein totes Küken mit 30 Zecken drin findet. Yummy. Dabei sollte es doch eigentlich einfach sein, Gott zu beweisen, denn immerhin ist sein Werk ja der Hammer. Und außergewöhnliche Behauptungen wie, es gibt einen Gott, und zwar den und den, und er möchte, dass wir das und das tun, sollte umso beweisbarer sein. Doch nichts dergleichen. Das Universum verhält sich genauso wie eines, das ausschließlich von Naturgesetzen beherrscht wird, die sich nicht um unser Wohl und Wehe kümmern. So leid es mir tut. Das Wirken eines Gottes sollte alleine schon durch Statistik beweisbar sein. Er müsste doch eigentlich eine schützende Blase um seine Anhänger bilden, die sie vor Krankheit und Schaden bewahren. Bei der Gelegenheit würden wir dann auch gleich wissen, um welchen Gott es sich handelt. Und welche Form von Gebet er am liebsten hat. Und welche Konfession. Es würde sich aus der Statistik herauslesen lassen, dass Presbyterier recht haben. Oder Aleviten. Doch das funktioniert irgendwie auch nicht. Gott tötet am zweiten Weihnachtstag 2004 200.000 Muslime in Indonesien. Mir hat dazu eine Muslima mal gesagt, diese Menschen wurden geprüft, denn dieses Leben ist nur ein Test. Ach wirklich? Diese Menschen wurden nicht geprüft, denn sie hatten keine Möglichkeit, das theologisch richtig oder falsch zu tun. Sie sind einfach ersoffen. Oder wollte sie mir etwas sagen, dass Gott 200.000 Menschen umbringt, um ihren Glauben zu prüfen? Wenn ja, was macht sie sicher, dass sie nicht auch demnächst dran ist, das Opfer zu spielen, damit jemand anderes Glauben geprüft werden kann? Ob Glaube durch einen Allwissenden überhaupt geprüft werden muss, habe ich in meinem anderen Video, dieses Leben ist nur ein Test, schon gefragt. So leid es mir tut. Es gibt keinen Gott, der es gut mit uns meint. Alles, was wir haben, ist einander. Machen wir was draus. Peace. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Mittlerweile ist mein erstes eigenes Buch rausgekommen. Tektum Verlag 2015, Burger Voss, vom Anfang und Ende aller Dinge. Erhältlich bei Amazon, auch als Kindle. Es beschreibt in ungefähr 300 Seiten, warum Wissenschaft viel geiler kann, wie wenn Religion ist. Mal drüber nachdenken.